Jo Leute, was geht's mit dem Video? Und heute fahren wir einfach 3000 Meter mit der Motocross. Das war sehr krass. Hier, ich würde sagen, in dem Waldmap. Das ist eigentlich auch gut geeignet. Passt auch im Motocross und so. Tankboost und Reifentankboost benutzen wir. Und ja, ich würde sagen, let's go. Lasst gerne Like und Abo da. Teilt sie mit meinen Freunden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal 3000 Meter gefahren seid. Und ja. So. Let's go. Ich bin bisher noch nie 3000 Meter gefahren mit der Motocross. Wäre auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich hoffe mal, wir schaffen es. So. Let's go. Wir haben natürlich auch Tankboost dran, dass wir halt beschleunigen, dass wir halt einen Boost bekommen, wenn wir Tanks einsammeln, Tankkanister. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Weil manchmal ist meine Motocross auch so langsam, weil ich grade erstmal jeden Wagen auf Level 10 auf, alles. Ich könnte ja schon längst full machen, ich habe 300.000 Coins, aber ich werde erstmal jeden Wagen auf Level 10 machen. Deswegen geht es noch ein bisschen zu langsam, die Motocross, und ja. Deswegen ist Tankboost, denke ich mal, gut dafür geeignet, manche Berge hochzukommen. Und Radsteinboost halt bei den Bergen auch. Oh, das war knapp. Ich finde auch Radsteinboost halt gut. Weil wenn du halt einen Berg bist und so, und du kippst ja ganz schnell mit Motocross nach hinten und so, da ist eigentlich gut, wenn du Radsteinboost hast, dass du noch Boost bekommst, dass du schneller oben bist und nicht nach hinten fällst. Hat mir auch schon oft passiert, wenn ich einen Berg nach unten hinten fall, weil ich zu wenig Kraft halt hatte. Zu wenig Power. Schau mal, passiert es uns nicht. Hier zum Beispiel. Jetzt Radsteinboost zum Beispiel gut gewesen. Den Boost von unten nach oben bekommen halt. Dein Salto nebenbei. So, let's go. Oh, das war knapp. Gut, dass wir es geschafft haben. So. Let's go. Berg wieder hochfahren. Perfekt. So Leute, wir haben bisher 1500 Meter geschafft, wir haben die Hälfte erreicht. Nochmal so viel, dann haben wir es. So, noch ein Salto nebenbei machen. Let's go, clean rein und hoch, perfekt. So. 1700 Meter haben wir schon. Let's go. Rad 6, also die hochgemacht. Let's go. Ich finde auch mit Motocross kann man so gut Wheelies machen, die weiße Radstand. Das finde ich auch einer mit der einfachsten für mich. Vielleicht nicht, vielleicht irgendwie anders. Andere Wagen besser, aber ich finde Motocross finde ich gut und Wheelie machen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Wagen ihr am besten findet für Wheelie. Am besten finde ich natürlich Racetruck, also Renntruck. Der ist natürlich der Beste in ganz Cycling Racing, aber ich finde den Zweitbesten danach, finde ich Motocross am besten. Am Zweitbesten, würde ich sagen. Wir haben bisher schon 2200 Meter gefahren. So. Let's go. Ist nicht mehr weit. Dann habe ich es geschafft. So Leute, wir haben 2500 Meter geschafft. Noch 500 Meter. Dann haben wir es. So. Schön Berg mitnehmen. Das kleine runter. Und Tambo ist wieder. Perfekt. 2700 Meter haben wir. So. Kleine runter, dann wieder hoch. Oh, schaffen wir es? Ja, schaffen wir. So runter. Passiert jetzt wie vorher. Bleib bremsen, aber egal. Oh, hier muss ich zurück. Hier muss ich zurück Tank holen. Weil ich glaube, wir hätten es geschafft, wenn wir durchgefahren wären, aber ich will auch ein Risiko eingehen. Dann wären wir nicht hier gestorben oder so. Und Leute, wir haben die 3000 Meter gefahren. Let's go.
endlich zum ersten Mal mit Motocross 3000 Meter gefahren. War sehr geil. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal 3000 Meter mit dem Motocross gefahren seid. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, teilt sie mit euren Freunden. Und ja, das war's und ciao.